Was war das? Gegnern aus, okay. Ah! Nee, das war's nicht. Haupttalente. Nutze. Oh, Mausrad, stimmt. Machen wir mal eins. Okay, Einkommen, es ist im Grunde auch in Ordnung. Halt mehr, ne? Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Halte aus, wenn gedrückt plötzlich. Ja, das ist das viel später vielleicht. Wirft erhöhen die alte Magie-Anzeige stärker. Kann man auch noch einen opfern. Wenn du einen Zauber mit einem perfekten abgeschnittenen Protego blockst, sind es für zwei Projektile zurück auf den Gegner. Das wäre auch cool. Die Reich von Revelio braucht man nicht. Erfolgreiches Ausweichen und blockbare Angriffe für die alte Magieanzeige. Wenn super getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Die Megapower hat noch eine bessere Heilwirkung, okay. Das wäre der vierte Slot. Was ist das? Perfekt abgeschnittenen Protego-Zauber lässt eine starke Person los, wie Kinder zerbricht. Ist mein Projektil war ich dabei? So, dunkle Künste kommen wir noch, sobald wir da hoch genug sind. Gegner können dich schlecht entdecken. Wir laufen eh mal nein. Du kannst sprinten, während du die Sensibilisierung einsetzt. Gegner können dich schlecht entdecken. Und das? Petrificus Totalus umfasst einen Wirkungsbereich, der Gegner in der Nähe treffen kann. Der Edorus-Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projektile auf Gegner. Ja, Tränke würde ich jetzt definitiv nicht so skillen. Muss Arresto Momentum wirken können, um dieses Talent freizuschalten. Crucio muss Crucio wirken können, um dieses Talent freizuschalten. Ja, brauche ich mal Level 2. Dann schauen wir weiter. Nur manchmal als Weg-Avatar gedacht war. Halt die Fresse. Bring dich auch noch um, du Scheißding. Ich werde, hey, das ist das größte Mietshaus hier. Ich werde ein Hotel draus bauen. Revelio. So, so. Erstmal Vogelkacke hier, Alter. Widerlich. Mann, Mann, Mann. Gibt's keine Hausmeister, wie der Filch, ne? Das ist. Wo willst du hin? Warte mal, war das nicht da hinten? Nee, falscher Weg. Revelio. So, piep mal jetzt hin. Da oben? Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Tatsächlich. Los, mach mal. Ah, jetzt kommen wir wieder vorbei. Ja, lass mich mal durch. Ich hab's eilig. Dann muss ich weg, erwarte ich da vor. Ich will das schon, aber ob's ihr wollt, ist die andere Frage. Ist das schon eine Quest hier? Von Fringo, achso. Aber wir müssen Professor Weasley treffen, halt mal. Zauberweisung für Beschwörung. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir die Aufgabe gleich. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ah, Objekte zerschneiden. Also können wir
Dings werden, Landschaftsgärtner oder wie. Gut, wenn es mit Zauber einmal nicht klappen sollte, ne, kommen jetzt noch Hex. Können auch Sachen zu schneiden, naja. Ein bisschen Gestrüpp zurückschneiden und so geht dann auch. Wobei da im Grunde eigentlich Lingardium Leviosa reicht. Um eine Heckenschere schweben zu lassen. Ein bisschen schnipp zu machen. Revelio. Waren wir da? Ach, da geht's hoch zum Astronomieturm. Trifft Professor Wisely. Warte mal, das war die richtige. Ach, jetzt machen wir das mit der Scheiß drauf. Denn seine Aufgabe kommt danach. Genus ist eine Sidequest. Warten. Nochmal warten. Wieder warten. Professor Weasley? Hex. Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Unter vier Augen. Ah, der Raum der Wünsche kriegen wir jetzt. So. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt der Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, okay. Wo ist Deek? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deek, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Ist ja so, als wenn die Abstellkammer könnte es sein. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Ah ja. Tada! Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte. Da. Legen wir schon ein bisschen Rad an, weil ich denke, es wird ein Reiter sein. Auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Ich habe schon einen Arsch voll davon. Weil ich alles weggekriegt habe. Revelio. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Was haben wir da denn Feines? Ist das... ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Wir haben mit dir einen längeren Aussatz angewiesen, als du erwartet hast. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Dabei waren sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deek finden? Ja, Professor. Revelio. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich... Da haben wir Küsten.
Ja. Akio. So, Assassin's Creed. Ey, Digga, ein bisschen besser. Liegt ein infizierter Gegenstand, Hals. Revelio. Erstmal eine Tasse Tee. Und die läuft wieder, sehr schön. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Muss? Dann sterben wir frühzeitig. Ist es dann auch nicht schlecht. Revelio. Nein, nicht. Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech. Aha. Akio. Warte mal. Impulso. Wie kommt man da ran, bitte? Akio. Tada. Dann geht's halt so. Revelio. Was haben wir hier? Nichts. Akio. Da kommen wir gar nicht lang, okay. Bin gespannt, wie wir da rankommen sollen. Revelio. Bin empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Schleifteil wieder. Akio. Levioso. Akio. Merkwürdig. Sieht gar nicht an wie sie, ne? Komisch, komisch, komisch. Revelio. Gezeigt wird uns ja da oben. Akio. Merkwürdig. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Schon gut. Da war einer fleißig, ne? Das ist eine Megatanten wie du. Was war das? Und war das ein goldener Schnatz? Revelio. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. So, so, wenn Sie meinen. Ah, sind wir da. Dankeschön. Sachen schweben lassen. Warte. Akio. Expelliarmus, Levioso. Frage ist halt, wie kriegen wir das höher, ne? Ugh.
Geht's hier dann doch weiter? Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ausgezeichnete Frage. Das ist eine Schnellreise. Revelio. Aha, sind wir da oben noch? Akio. Legioso. Komm, put, put. Akio. Was weiß ich. Will nicht. Ich zum Beispiel zaubern gerade und wisst, wie zuckt ihr durch. Ich bin traurig. Wenn es ein Ladescreen würde. Wenn ich sage, aber da war ein Schnellreisepunkt. Dobby? Oh, Vorsicht! Hm? Ach, die. Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Nöppala. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Ah, dann wird aussehen wie die Playboy-Menschen, aber okay. Man kann ja noch Wünsche haben. Haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ja. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Ah. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Sekunde. Jawohl, wieder zurück. Du hast den Schreibtisch der Beschreibung freigeschaltet. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierten Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Achso, müssen wir dann draufbleiben. Identifizieren. Rubinroterstahl mit chinesischem Feuerball. Mhm, na, okay. Ja. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Oh, wie hieß die Richtung Diablo 2 damals nochmal? Oh, ich weiß es nochmal. Welcher widerlich. Ist ja schlechter. Ein Raum, dass wir uns das Design ändern können, wäre cool. Das sieht aus, als hätte man auch nochmal augenseitig. Naja, hübsch ist auch anders. Nee, ich hätte nicht angezogen den Abendmantel. Kannst du vergessen. Level 22, Diskriminierung pur wieder.
So, müssen wir weiter mit der Tante quatschen. Kriege ich jetzt eigentlich kurz mal meinen Schnellreisepunkt hier? Blöde Kuh. Was machst du hier aus, Elf? Putz mal schneller. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es ihnen. Und los geht's. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Auch ein Kampftroll? Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Sicher ist sie größer? Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Deek wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Können Sie mir mehr über Deek sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deek hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist,
Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen? Levioso! Accio! Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden.